So, reden wir doch heute von dem Pokémon PanCham, beziehungsweise auf Deutsch PanPam, dieser etwas sehr unglückliche Name. Das Pokémon entwickelt sich, wie ihr seht, zu Pangoro. Nämlich, wenn man auf Level 32 oder ab Level 32, wenn man ein Unlicht-Pokémon im Team hat. Und ja, was wir dann sehen, ist ein relativ guter physischer Angriffswert. Und ganz gute KP, jedoch enorme Langsamkeit, was größtenteils auch sein großes Problem wird. Vor allem eben mit der Vierfachschwäche gegen Fee, zwei Zweifachschwächen gegen Kampf und dann natürlich zwar eine Immunität, aber relativ wenig Resistenzen. Deswegen ist Pangoro auch tatsächlich bis heute im Never-Used-Tier. Einfach weil es, wie gesagt, erstens zu langsam ist und zweitens nie wirklich, ja, nie wirklich da dazu kommt, es seinen großen Angriff zu nutzen. Es gibt natürlich auch aber ein paar Sachen, wie man ihn spielen kann. Zunächst zu den Fähigkeiten von ihm. Raufluss würde dafür sorgen, dass das Geist-Pokémon mit Normal- und Kampfattacken treffen kann. Ist aber in diesem Fall relativ uninteressant. Eisenfaust hingegen klingt schon interessanter. Dort werden ein Haufen von physischen Attacken verstärkt, so Zeug wie Feuerschlag, Finsterfaust oder in seinem Fall interessant Hammerarm und Himmelhieb um 30%. Ja, Quatsch, 20%. Und Überbrückung würde eben die Fähigkeit des Gegners unterdrücken. Bei ihm ist aber Eisenfaust am besten, um seinen physischen Angriff noch etwas raufzukitzeln. Als Wesen ein hartes, ein Spezialangriff los, wenn die physische Verteidigung stärken. Und die EVs verteilen 180 auf KP, 252 auf Angriff, 76 auf Init. Der Grund ist, die Init ist wirklich verdammt langsam. Und es würde sich nicht wirklich lohnen, alles drauf zu hauen. Seine KP sind jedoch in einem relativ guten Bereich, wodurch es sich von daher lohnt, da ein wenig drauf zu stallen. Und ja, dann hoffen, dass es einige Zeit lang überlebt. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel Hammerarm verwenden. Jedoch ist dann natürlich das Problem, dass dann ein Wert von ihm sinken würde. Und das ist der Wert, wo es sich am, also wo man sich zumindest nicht viel leisten kann, nämlich die Initiative. Klar, er ist schon relativ langsam, aber wenn man nur schon EVs draufhaut, wie gesagt, weil ihn eben sehr, sehr viel mindestens neutral treffen kann, sollte man da aufpassen. Himmelhieb wäre auch noch eine Option, das wird ebenfalls verstellt. Ist zwar etwas schwächer als Hammerarm und hat aber genauso nur 90% Treffchance, nur 15 schwächer. Also ich würde tatsächlich Himmelhieb bevorzugen. Dann Knirscher als zweite Step-Attacke. Da hat man zwei starke physische Step-Attacken und Gifthieb. Gifthieb ist wichtig, um Fee sehr effektiv treffen zu können, falls es dabei ist, einen selbst erledigen zu wollen. Da muss man natürlich abwägen, ob man schneller ist oder nicht. Falls nicht, sollte man definitiv Abgangstriade als letzte Attacke dazu tun. Denn Abgangstriade sorgt dafür, dass der Angriff und der Spezialangriff von dem Anwender um eine Stufe gesenkt werden und daraufhin verschwindet er. So kann man den Gegner ein wenig schwächen und anschließend sich aus dem Kampf zurückziehen. Und man merkt, es wird zu schwierig. Ansonsten, wie gesagt, Gift-Hieb für die Feen-Pokémon. Und ja, diese zwei Step-Attacken. Trotzdem, wie gesagt, ist er im Never-Used-Tier, weil es bei ihm einfach hier und da etwas hapert. Leider. Ja, meine lieben Abonnentinnen und Abonnenten, da sind wir wieder. Und es ist nun an der Zeit, dass ich mein neues Teammitglied hole. Ich habe mir, wie gesagt, ein Glumanda geholt aus Generation 5. Was ich euch natürlich ganz kurz vorstellen möchte. Ich habe es auf das gleiche Level trainiert wie den guten hier, nur ihr seht schon, die Werte sind deutlich besser. Er hat auch natürlich auch bessere DVs und eben ein hartes Wesen. Was mir in diesem Fall sehr wichtig ist, denn ich werde Glurak X als physischen Angreifer spielen. Zudem hat er einige interessante Attacken, die ich euch in diesem Kontext nicht vorenthalten. Ups. Ich euch in diesem Kontext nicht vorenthalten möchte. Drachentanz, Feuerschlag, Rauchwolke und Glut. Ihr seht, die ID-Nummer ist eine andere von mir. Das ist klar, es wird auch spezielle EP-Punkte bekommen. Aber wie gesagt, und ich habe ihm das einfach gegeben,
Weil ich Drachentanz und Feuerschlag durch diese Generation oder in dieser Generation nicht lernen kann. Feuerschlag hingegen ist eine Attacke, die sich dann perfekt zu seinem physischen Angriff eignet, da er eben als Glurak X sehr auf den physischen Angriff geht. Und ja, insofern wäre dumm, wenn ich das nicht annehmen würde. Ich habe es auch schon auf EVs trainiert, also alles passt soweit. Und dann hoffe ich, dass wir viel Spaß mit ihm haben werden. Ja gut, soweit hierzu. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir können jetzt nämlich weitere Orte in Illumina City erkunden. Ich weiß nicht, können wir schon hierhin? Ja, jetzt können wir hier in der Stromstadt ganz plötzlich wieder zu funktionieren. Das ist die Frühlingsallee. Da wollte ich jetzt eigentlich lesen, was da stand. Ah, okay, ich kenne diesen Ort. Erstmal wieder die epische Marktmusik. Mineralien und Steine, alles meine. Ah, schön wär's. Ja, schön wär's, Freundchen. Schön wär's. Hör mal, ich habe meinem Pummel auf einen Mundstein gegeben und siehe da, es hat sich zu einem Knuddeluff entwickelt. Ich bin totaler Wahnsinn. Boah, du bist ganz cool, ey. Schau mal, Papi, es ist kein Safcon mehr. Wow. Mein Mann hat schon viele Geschäfte geführt, aber keines davon hat sich so lange gehalten. Und dann hat er gemerkt, dass er diese Steine, die er ständig findet, zu Geld machen kann. Seitdem strahle ich wie ein Leuchtstein, wenn ich ihn sehe. Warum? Ja, weil Geld in die Kassen kommt. Oh. Na, sieh mal einer an. Wenn das aber nicht Jesse ist, du bist in aller Munde. Eine echte Berühmtheit. Ich habe hier den perfekten Stein für dich, junge Dame. Da steht förmlich dein Name drauf. Ein echter Kosmaket, halt dich fest. Ein Turtok-Niet. Dieser besondere Stein verleiht Turtok erstaunliche Kräfte. Da deinetwegen ganz Illumina City in hell aufregend ist, mache ich dir einen Sonderpreis. Für nur 1 Million Pokédollar kannst du dieses erlesene Objekt dein eigenes. Na, was sagst du? Ja, wir haben auch die Möglichkeit, andere Megasteine hier zu kaufen für die beiden anderen Starter, aber die Kosten nehmen viel Geld. Das können wir umgehen, indem wir unser Ansehen in Illumina City steigern. Wie das geht, nun, das werde ich euch im Verlauf des Spiels noch erklären. Mein Spaß am Verkaufen kann mir niemand nehmen. Auf jeden Fall ist das natürlich im Moment, was wir uns zwar theoretisch leisten können, weil man kann seit der 5. Generation 9.990.999 Pokédollar tragen, aber es geht eben billiger. Hier bringen wir allerlei Steine an den Mann und natürlich auch an die Frau. Ja, das ist doch schön. Diese Steine helfen, um bestimmte Pokémon zu entwickeln, zum Beispiel Vulpix oder Fukano. Was wird bestimmt haben bei Wasser-Pokémon ein? Mushas, Quappo, also Quapuzzi und Sarzenia Giflorm, also Erst-Gene-Beispiele, die man hier vielleicht anbringen könnte. So, gut. Dann werde ich mir aber kurz dann doch noch das Schild anschauen. Steinboutique, alles klar. Gut, wechseln wir die Seite. Dieser Laden ist zweifelsohne total stylisch. Er hat eine sehr individuelle Ausstrahlung. Oh Gott, ich glaube, ich kann mich an diesen Laden erinnern. Ja. Ich glaube, das ist der Laden, den ich über alles hasse. Ja, schaut mal hin. Herzlich willkommen. Oh, du bist aber nicht sehr stylisch. Verzeihung, aber ich kann dir leider keinen Zutritt gewähren. Wir haben sehr hohen Anspruch, was den Stil unserer Kundschaft betrifft. Und du bist nicht unser Niveau. Ich komme doch bitte wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung in Illumina City gesammelt hast und etwas cooler im Live bist. Yo. Wir wurden rausgeschmissen, weil wir nicht cool genug sind. Das ist unfassbar. Gut, Heilkundeladen. Wollen wir uns jetzt anschauen. Wieder, oh, diese epische Musik, Mann. Ich freue mich schon so auf Omega Rubin Alpha Sophie, das gibt's gar nicht. Ich mische gerne Energiestab unter meinen Reis und verputze ihn dann mit einem Haps. Allein beim Gedanken daran spüre ich, wie mehr Energie freigesetzt wird. Vielleicht ist mein Pokémon mir ja auch böse, weil ich ihm immer bittere Medizin verabreiche. Ich hasse dich. Ja, ich glaube schon. Und es ist wirklich eine schlechte Idee, durch Heil oder durch bittere Medizin, durch Kräuter, wird allgemein das die Zufriedenheit gesenkt der Pokémon. Jedoch ist sie dafür billiger. Sag mal, was du tun möchtest, und ich empfehle dir das passende Heilmittel. KP auffüllen. Also brauchst du das hier, Energiestaub. Es hält den Körper und verdreht alle Müdigkeit. Viele KP auffüllen. Dann brauchst du eine Kraftwurzel. In dir stecken jede Menge Nährstoffe. Sie wird deinen Pokémon im Nu aufpeppeln. Jo. Statusproblem erheilen. Also, dann brauchst du das hier. Heilpuder. Es bringt den Körper ganz schön in Schwitzen und befreit ihn so von allen Schadstoffen. Wiederbeleben. Also, dann brauchst du Vitalkraut. Sein bitterer Geschmack und strenger Geruch. Lasse bewusstlose Pokémon sofort aufspringen. Jo.
Gut, soweit zu wissen. Los, leg dir ein paar dieser Heilkräuter zu. Sie stammen aus Fernregionen und machen schlappe Pokémon wieder munter. Ja, die kann ich euch mal kurz zeigen, aber wie gesagt, ich werde die nicht kaufen, weil dann sinkt die zufriedener mit meinen Pokémon. Und auch wenn es nur für Rückkehr wirklich wichtig ist, möchte ich es doch nicht so sehr mit der Zufriedener meiner Pokémon verscherzen. Ich kenne jeden Winkel von Illumina City, weißt du, unter welchen Bäumen es am gemütlichsten ist. Ja, der chillt sich hier durch. Da hinten ist doch immer noch der Strom ausgefallen. Café à la mode. Gehen wir doch mal rein, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Deutsch oder Französisch ausgesprochen werden soll. Keine Ahnung. Auch mit etwas rundlicherem Form. Lass uns die problemlos elegante Outfits zusammenstellen. Ich habe nämlich ebenso viel Spaß an Mode wie an leckerem Essen. Ja, deswegen chillst du auch in einem der 10.000 Cafés hier, nehme ich mal an. Ich kleide mich am liebsten jeden Tag passend zu meinem Pokémon. Ich bin ein großer Freund des Partnerlooks. Da habe ich auch diverse darauf abgestimmte Klamotten. Ja, du siehst absolut wie ein Datiri aus. Also findet ihr diese Ähnlichkeit nicht auch einfach nur umwerfend? Also Thumbs up, Leute. Das ist echt geil. Lass dich nur nicht so von dem verunsichern, was anderes sagen. Sei so, wie du bist. Du willst doch bestimmt auch immer wissen, wann eine Boutique neue Waren reinbekommt. Oder, oder? Ja, klar. Boah, wusste ich's doch. Welche Boutiquen interessieren dich denn, hä? Novaria? Das sind Fachgeschäfte für Kopfbedeckungen jeglicher Art. Was dort, was, wer dort nicht findet, wonach er sucht, dem ist nicht mehr zu helfen. Ist ja gut. Illumina City. Wenn du nach nobler, eleganter Kleidung Ausschau hältst, dann bist du hier genau richtig. Soll es ein Trenchcoat oder ein Hut in edlem Design, eine Bluse mit Schleif oder ein Hemd mit Schlips sein? Das hochklassige Angebot hier wird dir auf jeden Fall zusagen. Riviera City. Wenn du dir ein sportliches Outfit zusammenstellen willst, bist du hier genau richtig. Hier gibt es nämlich alle möglichen Klamotten in lebendigen Farben. Damit kann man mit ein bisschen Geschick ganz neue Outfits kreieren. Romantia City. Wenn dir Klamotten mit ausgefallenen Designs gefallen, dann du mit Hilfe von Accessoires in verschiedenen Farben und Formen unter deine unter deinen Freunden herausstechen willst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin überall genau richtig, oder? Ganz genau, ich bekomme Geld dafür, das zu sagen. Deshalb bist du überall ganz richtig, kapiert? Angebot sind Pullover mit riesigen Schleifen, sowie Oberteile mit ungewöhnlichen Kragen oder extravaganten Mascheten. Und das ist der perfekte Laden für alle Individualisten. Gehört? Ja, habe ich. Fluxia City. Wenn du klassische Schönheit mit einem niedlichen Look kombinieren willst, dann bist du genau richtig. Trägertops oder Röcke mit Rüschen, Kleider mit Lamé-Jäckchen, bunte Shorts. Diese Boutique hat wirklich ein äußerst reichhaltiges Angebot. Und zu guter Letzt Fractalia City. Wenn du Modus suchst, weil die den Charme einer erwachsenen Frau unterstreicht, dann bist du hier genau richtig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich da genau richtig bin. Ha! Dieser Boutique führt unter anderem Oberteile mit Halstuch, schwarze Kleider oder ärmellose Rollis. Die gediegene Farbwahl, die zeitlosen Designs ermöglichen einen Look voller subtiler Eleganz. Nun dann Glückwunsch, würde ich mal sagen. Aber ich gehe dann mal. Hoffentlich hat sie nichts dagegen. Gut, stylisch nennt man jeden, der sich hier in Illumina City auskennt. Wir hoffen, dass man in Illumina City durch unseren Extreme Sightseeing aufmerksam auf uns wird. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, das müsste dieses, dieses Kunstding sein. Ein Koi-Waff. Oder Koi-Waff, wie auch immer. Koi-Waff-Schnitte halten in der Regel 5 Tage. Tja, ihr Fell wächst eben schnell nach, wa? Hör mal her, mein Koi-Waff und ich sind ein Herz und eine Seele. Ich meine, immerhin stehen wir zur selben Zeit auf Essen zur selben Zeit und schlafen zur selben Zeit. Nur weil ich nicht schlafen kann, wenn sie wach ist. Wuff, wuff, wuff. Hör auf mich zu verarschen und red in meiner Sprache. Sehr gut, Koi-Waff, Entschuldigung. Soll ich dir verraten, wie lange dieser Schnitt bei deinem Koi-Waff gehalten hat? Ich bin der Betreiber dieses Salons und ich weiß solche Dinge einfach. Also würdest du es wissen und er nicht? Ja. Oh, tut mir leid, du hast gar kein Koi-Waff dabei. So kann das natürlich nichts werden. Ich hoffe, du kommst uns bald wieder. Oh, ich werde auf einen Koi-Waff reduziert. Sehr schön. Willkommen im Pokésalon Picobello. Wir frisieren dein geliebtes Koi-Waff ganz nach deinen Wünschen. Kann ich heute etwas für dich tun? Einmal schneiden kostet nur 500. Ich hab keins. Oh, Mensch! Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Was kann ich dafür, dass ich noch keins gefangen habe? Mann. Achso, ich glaube, ich gehe gerade... Ja, ich gehe falsch rum gerade. Gut, dann können wir jetzt noch hier reinschauen.
ins nächste Café. Mir gefallen der natürliche Käufer ohne den ganzen Schnickschnack am besten. Oh, danke, endlich jemand, der gleich denkt. Bevor ich morgens das Haus verlasse, drücke ich jedem meiner 101 Käufer doch einen feuchten Schwatzer auf die Nase. Es sind 101 Dalmatiner. Halt's mal, du ruinierste Cliffhanger. Oh Mann, ist ja gut. An diesem Ort spürt man ganz deutlich die Liebe und Zuneigung, die Käufer begeistert hier aus ganz Carlos ihren Lieblingen zuteil werden lassen. Käufer begeisterte? Ja, ich bin im Bund der Bund der Pokémon begeistert oder der Käufer begeisterten. Weil es gibt in Deutschland gibt es für alles einen Bund, deswegen gibt es hier den Bund der Käufer begeisterten. Dieses Café hat halt einfach das gewisse du verstehst. So geskillt in meiner Französischkenntnisse dann doch nicht, dass ich das jetzt ausprobieren werde auszusprechen. Lest selbst. Meine süßen kleinen Käufer verpasse ich immer einen Heeresschnitt. Mit diesem altbewährten Schnitt liegt man einfach nie falsch. Doch. Was mich herführt, willst du wissen? Ich will das Parfüm der feinen Damen schnuppern. Hier kann man Geld und Klasse förmlich riechen. Also ich erstick hier eher bei dem Parfüm, deswegen gehe ich lieber mal. Ehe mir noch was Schlimmes passiert. Frühlingsallee. Achso, das hatten wir ja schon. Waren wir hier schon? Ja, waren wir. Okay. Hier kommen wir aber nicht weiter, oder? Oh, ne. Du kannst hier nicht durch. Es gibt einen Stromausfall. Ja, aber die halbe Stadt läuft doch schon wieder. Ja, aber eben nicht die ganze. Ja, sehr gut. Diese Logik soll einer kapieren. Naja, sie scheinen es auf jeden Fall punktuell zu reparieren. Immerhin etwas. Gut, also den Südring konnten... Oder haben wir ja schon so gut wie erkundet. Jetzt können wir auch in diese Gassen rein. Nee, kann man nicht. Kapiert? Ja, muss ich ja wohl. Süß Mägel. Nein, du kommst hier nicht weiter. Aber ich wurde da. Du kommst hier nicht weiter. Wirklich, zum Glück wohne ich hier nicht. Was zum Teufel? Ich glaube, ich würde hier nicht glücklich werden. Und ich würde vor allem nicht mehr zurückkommen. Ich wäre komplett verloren. Nein. Nun gut. Dann haben wir es jetzt, glaube ich, auch. Ich schaue dann nur noch schnell, ob ich hier weiter kann. Ja, tatsächlich. Ja, hier kann ich allerdings noch weiter, deswegen... Und da ist auch das Café, wo wir hin sollten. Hast du einen Moment Zeit? Ja, du sofort. Ich werde nur noch schnell das hier versuchen nachzuvollziehen. Was ist denn das für ein Gebäude? Style Salon. Nee, da war ich auch noch nicht. Also, ich glaube, ich war hier und dann konnte ich nicht mehr weiter. Ist das korrekt? Ich prüfe es mal kurz nach. Ja, das ist... Hey. Ich habe mich schon einmal absolut episch hier benommen, das muss ich nicht nochmal machen. Aber ja, das ist auf jeden Fall richtig. Da ist Tierno. Gehen wir doch jetzt erstmal hier hin. Willkommen, wir beraten unsere Kunden bei Frisur und Farbe. Die Zufriedenheit des Kunden ist für uns alle. Wonach steht dir heute, Dirsin? Ja, Haare schneiden und färben. Soll ich dein gesamtes Haar schneiden oder nur dein Stirnhaar? Komplett. Ein kompletter Haarschnitt plus Färbe, das macht zusammen 3000. Riesige Geldverschwendung eigentlich, aber ich möchte sie zumindest etwas anpassen. Dein Nut kannst du dir gerne mir geben, ich wahre ihn in der Zwischenzeit. Wie soll ich deine Haare schneiden? Also. Ja, schon lang. Achso, nee. Machen wir mal mittelkurz. Dunkler, brünett, aber deine Klamotten gefallen mir heute ganz ausgezeichnet. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie du die wohl gekauft hast. Willst du mir nachher den Namen der Boutique? Sobald ich frei habe, gehe ich dort einkaufen. Ich kann es kaum erwarten. Hast du dann eine Präferenz, was dein Stirnhaar angeht? Machen wir mal Ponyfrisur. Eine Ponyfrisur ist sehr gerne. Alles klar, wir sind fertig. Eigentlich wollte ich mit Zöpfchen machen, aber das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Ah ja,
das ist doch schon viel besser. Ja, das ist schön. Dankeschön. Deine neue Frisur steht dir ganz hervorragend. Was? Nein? Achso. Ich dachte, sie wollte es mir nochmal abziehen, aber das hätte ich mir nicht leisten können. Aber nee, das wurde nur einmal abgezogen. Yay, neuer Look. Okay, gut, Leute, dann danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémonix, danke für Daumen hoch und das nächste Mal werden wir uns dann im Café Soleil umschauen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.